knapp 3000 Einwohnern. Im Jahre 1972 wurde Emmerstedt eingemeindet und postalisch gesehen hieß es von da an Helmstedt. Dieses Ehrenmal an unserer Kirche St. Petri wurde zur Erinnerung an die Gefallenen des Ersten Weltkriegs und des Zweiten Weltkriegs errichtet. Jedes Jahr zum Heldengedenktag im November werden hier von allen Emmerstädter Vereinen Kränze niedergelegt und Ansprachen gehalten. Ein kleiner Bach, die sogenannte Schalke, plätscherte jahrzehntelang am Ortsrand. Doch im Laufe der Jahre ist dies Bächlein ausgetrocknet und übrig geblieben ist ein kleiner Teich, der sogenannte Schalketeich. Vor kurzem sind hier Büsche und Ziersträucher angepflanzt und Bänke aufgestellt worden, wie zu einem gemütlichen Plauschalter. Gedenkstein ist erst 1984 vor der Gemeindeverwaltung aufgestellt worden und soll an das alte Dorf und die Selbstständigkeit als Ort erinnern. Eine Idee des neu gegründeten Heimatvereins. Das Gemeindeverwaltungsgebäude ist nur noch zweimal wöchentlich geöffnet, denn der Hauptsitz sowie das Standesamt sind jetzt im Rathaus Helmstedt untergebracht. Einem früheren Hauptlehrer, Herrn Buchtmann, ist diese Straße benannt worden. Denn früher war der Lehrer eben der Kantor. Ein Fachwerkhaus, Teil eines alten Bauernhauses, ist auch neu getrimmt worden und passt sich durchaus der ländlichen Gegend an. Sie sehen hier unsere Plakattafel in der Hauptstraße. Ja, liebe Zuschauer, auch Emmerstedt hat Werbung. Am besten Sie besuchen uns mal und übernachten preiswert und gut im Haus Ingeborg am Habichtsweg, wo Sie Ruhe und Erholung finden. Im alteingesessenen Familienbetrieb Grass kann man vieles kaufen. Schulbücherbedarf zu Farben, Tapeten, Polster und Ledersachen ist hier alles zu haben. Auch das Lotto und Totoglück kann jeder versuchen. Dies ist eine von drei Gaststätten im Ort, das Gasthaus Seeger, in dem man das gute Hakebeck-Bier ausgiebig probieren kann. Geradeaus und rechts sehen wir Teile eines alten Bauernhofes. Der sogenannte Heidberg liegt zwischen dem Ort Emmerstedt und der Bundesstraße 1 und bietet einen weiten Blick über das Gelände. Da hier seltene Gräser und Büsche stehen, ist der Heidberg als Naturschutzgebiet erklärt worden. Heimat ist die Welt nicht schön, du brauchst die Heimat in dir. Da kannst du reich sein, wie du es nur begehrst. Kannst die Welt von der Sonnenseite sehen. Doch du wärst arm, so arm, wenn du nirgends zu Hause wärst. Glaub mir, ohne Heimat ist die Welt nicht schön. Hier kommen wir wieder auf die Hauptstraße und sehen das
das Elternhaus Schrader, das genau vor 100 Jahren von Hennings Uropa Andreas gebaut wurde. Allerdings war es da noch ein kleines Haus, denn Familie Herbert Schrader hat es im Jahre 1960 aufgestockt und somit vergrößert. Diese schöne Hoftour wurde 1983 in Eigenarbeit von Herbert und Jacques gebaut. Das ist noch die Hauptstraße in Richtung Helmstedt. Sind das die schon mal filmen? Ja, bin ich schon dabei. Ja, Fahrer. Sehr schön. Das war auch mal gut. Ruhig laufen besser. Ja. Fahr möglichst langsam. Ja. I just went to Central America, and I told them that the magic phrase is to believe you want anything at all, anywhere, anytime in Belize. A magic phrase, that number, 102. So, hier links, bitte. Links? Ja, man hat ein seit rechts ausgeschwenkt. Ein altes Haus, das ist natürlich nicht drauf. So, ich fahr durch die neue Siedlung, wa? Ja, jetzt ist es zu spät. Ja, fahren wir gerade aus. Ja, ist gut. Aber du musst nachher, wenn ich links hochbiege, auch von, wenn wir den Weg hochfahren, bis zum Haus, wa? Ja.